Hallo liebe Freunde des Rechts, heute wollen wir uns mal mit Mathematik und Jura beschäftigen. Oh ja, Mathe, das ist meistens nicht das Lieblingsfach, vor allem von Juristen, die es da studiert haben, weil sie nichts mit Zahlen zu tun haben wollten. Aber wir haben es hier mit Zahlen zu tun, mit denen man argumentiert. Und gerade diejenigen, die sagten, diese Pandemie ist nicht so schlimm, haben oft zu Recht argumentiert, die Wahrscheinlichkeiten sind doch total niedrig. Die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken bei einer Inzidenz von 30 oder 50, also 50 Leute in so einer Stadt wie Würzburg sind infektiös. Ich kann hier ja jeden umarmen und küssen und werde mich mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht anstecken. Aber jetzt mit dem derzeitigen Verlauf der Pandemie könnte dieses Argument obsolet werden. Es könnte sein, dass die Zahlen mittlerweile eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Infektion in bestimmten Szenarien bedeutet, sodass man nicht mehr ohne weiteres darauf vertrauen kann, dass man schon irgendwie mit ein bisschen Glück durchkommt. In Bayern haben wir gerade eine Gesamtinzidenz von 253 über alle Landkreise und Bezirke hinweg. Und in Bayern wird unterschieden zwischen der Inzidenz der Geimpften und der Inzidenz der Ungeimpften. Und wir sehen jetzt hier bei diesen aktuellen Zahlen Geimpfte 60 pro 100.000 Einwohner von 100.000 geimpften Einwohnern. 537 hingegen ist die Inzidenz der Ungeimpften. Sie liegt also im Durchschnitt etwa 2,2 mal so hoch wie die Inzidenz insgesamt. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass die Inzidenz in Bayern ja unterschiedlich verteilt ist, 253 insgesamt, aber es gibt eben Landkreise, bei denen diese Inzidenz schon bei 498 im Bayerischen Wald beispielsweise angekommen ist. Und wenn man dann die gleichen Verhältnisse mal zugrunde legt, dann kommt man auf eine geimpften Inzidenz von 120 pro 100.000 Einwohner an 7 Tagen und bei den Ungeimpften zu einer Inzidenz von um die 1.000. Und das könnte durchaus auch 2.000, 3.000 oder 5.000 sein, weil wir sind ja erst am Anfang der vierten Welle und am Anfang des Herbstes. Was wir im Augenblick also sehen, ist bei einer Inzidenz von 1.000, dass sich 1% der ungeimpften Bevölkerung jede Woche infiziert. 1% in dieser Woche, nächste Woche ein anderes Prozent, wenn wir bei einer 1.000er Inzidenz bleiben. Und das ist schon durchaus bemerkenswert. Das kann man immer sagen, 1% ist ja nicht viel, aber wenn man das über Zeit betrachtet, zum Beispiel auf 10 Wochen bis zum Frühling, dann kann man jetzt nicht die 1% mal 10 nehmen, sondern man muss sozusagen berechnen, 1 minus 0,01 hoch die Zahl der Zeiteinheiten. Und dann kommt man auf etwa 18 oder 20%, also eine Fünftel Wahrscheinlichkeit, dass sich jeder Einzelne einmal oder mehrmals, wahrscheinlich eher einmal, in diesem Winter infizieren wird, wenn er nicht geimpft ist. Und wenn man jetzt betrachtet, was ist eigentlich, wenn ich ein Team habe, also eine Belegschaft als Unternehmer von 10 Personen, die nicht geimpft sind, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich ohne eine Infektion, einen Ausbruch in meinem Team durch diesen Winter komme? Und diese Wahrscheinlichkeit ist dann ziemlich gering. Die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass es mindestens einen Ausbruch geben wird mit einer oder wahrscheinlich sogar mehreren infizierten Personen in meinem Team. Und wenn man jetzt betrachtet, dass natürlich ein solcher Ausbruch meistens auch zu Folgeinfektionen führt innerhalb des Teams oder auch bei Kunden, Patientinnen, Patienten, Schülerinnen und Schülern, dann bedeutet das im Augenblick, wenn ich zum Beispiel 10 ungeimpfte Personen in meinem Betrieb habe und im Kundenkontakt habe, dann weiß ich schon jetzt, dass ich wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu beitragen werde, die Ursache setzen werde, dass sich Menschen in meinem Betrieb, in meiner Schule, in meiner Klinik, Pflegeeinrichtung infizieren werde. Und das ist jetzt juristisch interessant insofern, dass man jetzt nicht mehr darauf vertrauen darf, dass man schon irgendwie durchkommt, dass das Ereignis einer Infektion nicht das unwahrscheinlichere, sondern das wahrscheinlichere Ereignis ist. Und das bedeutet, dass man Verpflichtungen hat, Sorgfaltspflichten, auch wenn der Staat keine Impfpflicht vorsieht, kann es eben sein, dass ich als Unternehmer, als Schulleiter oder als Anstaltsleiter von einer Einrichtung eine Sorgfaltspflicht habe, gegen die ich verstoße, wenn ich einfach nichts tue. Und das gilt selbst dann, wenn der Staat mir keine konkreten Maßnahmen aufoktroyiert hat, denn das ist genau das, was viele Leute einfordern, nämlich Selbstverantwortung. Selbstverantwortung heißt nämlich nicht, jeder darf machen, was er will, sondern jeder muss selbst für sich entscheiden, welche Maßnahmen geboten sind. Und das kann durchaus bedeuten, dass die Verletzung dieser selbst zu findenden Maßnahmen eine Haftung, zivil- oder strafrechtlich, auslöst. Das bedeutet also, dass jeder, der in einer solchen Situation sich befindet, dass er eine große Zahl oder
was auch immer groß jetzt ist, relativ gesehen, von ungeimpften Personen in seiner Belegschaft hat, Maßnahmen ergreifen muss. Beispielsweise, dass er seine Kunden informiert. Dass er sagt, liebe Kunden oder liebe Patientinnen und Patienten, wir weisen darauf hin, dass Sie hier an der Stelle auch von Personen behandelt werden, die nicht geimpft sind. Und wir weisen Sie darauf hin, weil wir uns damit auskennen, dass Sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann auch sich infizieren werden, wenn Sie zum Beispiel diese Einrichtung besuchen. Das ist natürlich keine besonders gute Werbung. Und jetzt wird man als Arbeitgeber sagen, was kann ich denn da machen? Es gibt ja keine Impfpflicht, soll ich die alle nach Hause schicken? Nun, das könnte tatsächlich geboten sein. Es könnte tatsächlich sein, dass man Sicherheitskonzepte installieren muss, um die derzeit bestehende hohe Wahrscheinlichkeit zu vermindern. Kommt natürlich auf ganz, ganz viele Einzelfälle an, deshalb kann man das so pauschal nicht sagen, aber wenn der Staat keine Maßnahmen ergreift, bedeutet es nicht, dass man komplett frei ist, auf jegliche Art von Verkehrssicherung oder Sorgfaltspflicht zu verzichten. Wie könnte man sowas durchsetzen? Nun, zivilrechtlich wäre es denkbar, im Nachhinein Schadensersatzansprüche geltend zu machen oder Strafanzeigen zu erstatten wegen fahrlässiger oder sogar bedingt vorsätzlicher Körperverletzung. Denn im Augenblick ist es so, wer diese Situation hat, der weiß, dass das passiert und nimmt diese Folgen in Kauf. Abzugrenzen vielleicht von demjenigen, der sagt, naja, es kann passieren, aber ich vertraue darauf, dass das nicht passiert. Wo die Rechtsprechung sagen wird, im November in Bayern, in einem Landkreis mit einer 500er-Inzidenz darf man eigentlich nicht darauf vertrauen, dass man damit über mehrere Wochen hindurchkommt, ohne dass jemand zu Schaden kommt. Kann man öffentlich-rechtlich dagegen vorgehen? Vielleicht mit einer Verpflichtungsklage oder einer Anfechtungsklage vor dem Verwaltungsgericht? Es ist schwierig, aus Grundrechten eine Handlungspflicht des Staates zu begründen. Grundrechte sind in der Regel Abwehrrechte. Man kann also gegen Maßnahmen vorgehen, aber es ist schwieriger, Maßnahmen vom Staat einzufordern. Allerdings, in den Grundrechten gibt es durchaus auch Verpflichtungen des Staates zur Daseinsvorsorge, zum Beispiel zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsvorsorge. Wir wissen, dass in vielen Städten in Bayern Kliniken Patienten nicht mehr annehmen oder sogar umverlegen müssen, und zwar nicht nur Corona-Patienten, sondern auch Leute, die wegen anderer medizinischer Notfälle ins Krankenhaus kommen und können jetzt dort vor Ort nicht mehr versorgt werden. Im Augenblick ist es noch so, dass jeder irgendwo unterkommt, da wird halt ein bisschen geschoben, aber wir sehen natürlich auch, dass wir mit dem jetzt beginnenden Winter wahrscheinlich eine Zunahme des Problems eher haben werden als eine Abnahme. Das macht es trotzdem aber schwierig, die entsprechenden Rechtsbehelfe auf öffentlich-rechtlicher Ebene zu ergreifen. Deswegen könnte die Möglichkeit auch bestehen, zivilrechtlich mit einem Vorgehen eine Handlungspflicht durchzusetzen oder auch gerichtlich überprüfen zu lassen. Denkbar wäre dabei zum Beispiel eine Feststellungsklage, denn eine solche Feststellungsklage kann man auch erheben, noch bevor der eigentliche Schaden eingetreten ist. In diesem Sinne, bleibt gesund.